Willkommen zusammen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2. Lang, lang ist es her, das letzte Mal, als wir das Ganze uns angeguckt haben, hier mit Blick auf Schloss Hogwarts. Und ich dachte mir, ich hatte mal wieder Bock, ein bisschen zu spielen. Also machen wir das Ganze auch. So, wir gehen mal raus aus dem Kameratool. Was ich hier noch gemacht habe im Off übrigens, hier vorne ein bisschen angedeutet. Man kann es, glaube ich, von oben vielleicht ganz gut erkennen. Das ist der Irrgarten für den trimagischen Pokal, der dann am Ende hier vorne noch sich gegriffen werden kann. Muss ich mal gucken, ob ich das noch in irgendeiner Form darstellen kann mit dem Pokal. Ich wollte erstmal die Hecken benutzen, das dauert aber ultra lange mit den Hecken das zu machen. Daher habe ich tatsächlich mir einfach mal die ganzen Bäume hier aufgepinselt mit dem riesigen Pinsel-Asset-Tool und habe dann hier in diesen geraden Linien einzelne Bäume wieder entfernt und jetzt hat das so ein bisschen zumindest den, ja, so ein kleines bisschen erweckt es den Augenschein eines Irrgartens. Es ist auch nicht so viel, was ich jetzt hier gemacht habe. Ansonsten an Hogwarts selbst habe ich nichts geändert. Achso, und was ich auch noch machen wollte, dann hier ganz auf der anderen Seite steht dann, wo ist sie? Hier vorne die Kirche und hier müsste dann irgendwo vielleicht noch so eine Art Engelsstatue hin und dann sind wir hier in Little Whinging? Nee, nicht in Little Whinging, in... ich weiß gar nicht mehr, wo das Haus war, in dem Voldemort im vierten Teil sich befand. Keine Ahnung, habe ich vergessen. Und was ich auch gemacht habe, speaking of trimagischer Pokal, die Quidditch-Weltmeisterschaft, die findet hier vorne statt, in dieser Arena. Die habe ich hier so ein bisschen in diesen... auf dieses Plateau hier drauf gebaut und dann mit dem Terrain-Tool umfasst. Denn wer sich den Film anguckt, der wird eine bestimmte Stelle sehen im Film. Na, heben wir das Ganze ein bisschen an. Ja. Der wird eine bestimmte Stelle im Film sehen, wo man so ein bisschen sehen kann, wie die Arena, wo die Quidditch-Weltmeisterschaft ausgefochten wird oder ausgeflogen wird. Da sieht man, dass die Arena tatsächlich hier auch so ein bisschen so im Boden eingelassen ist. Natürlich ist die viel, viel tiefer. Und das, was wir hier haben, kommt natürlich nicht der Arena der Quidditch-Weltmeisterschaft auch nur ansatzweise gleich. Aber... ja, so. Aber es ist halt immerhin etwas. Und hier vorne sind die ganzen Zeltplätze und so. Ein dunkles Mal konnte ich jetzt leider nicht mehr ans... in den Himmel hineinzaubern, aber was soll's. So, das wollte ich erstmal zeigen. Heute machen wir aber was ganz anderes. Ich habe nämlich eine wunderschöne Mod gefunden aus dem Steam Workshop, nämlich, man sieht ihn auch hier schon in den Assets, glaube ich, ganz gut. Da ist er, der Orient Express. Und ich dachte mir, wir bauen mal den Orient Express. Der soll auf jeden Fall in London halten. Ich weiß, der Orient Express eigentlich von Paris nach Konstantinopel. Unser Orient Express hält jetzt mal auf jeden Fall in London, weil ich finde das auch irgendwie passend. Und also da fährt er los. Und ich dachte mir, wo könnte der denn hin? Der könnte vielleicht nach einem neuen Dorf. Hier haben wir nämlich einen großen Bahnhof, einen Kopfbahnhof, der vielleicht so ein bisschen an den Pariser Hauptbahnhof, an Gare du Nord, vielleicht erinnern kann. Ist ja, glaube ich, auch ein Kopfbahnhof, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das könnten wir machen. Oder... wir gehen auf die ganz andere Seite, hier nach Hesseneck. Wäre auch was. Ich glaube, Hesseneck könnte den Zug ganz gut gebrauchen, denn in die Richtung haben wir tatsächlich schon eine Dampflok am Fahren, nämlich unseren Hogwarts Express. Und dann können wir mal auf die Seite den Orient Express fahren lassen. Also, was haben wir hier an freien Gleisen? Nehmen wir diese beiden freien Gleise. Die führen hier lang. Haben wir eine Weiche in die Gleise? Brauchen wir das überhaupt? Weiß ich nicht. Gucken wir uns erstmal den Weg an. Also wir müssten auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise hier rüber. Könnten wir hier vielleicht parallel zu dieser Brücke machen. Dann müssen wir hier rüber. Könnten wir vielleicht hier so machen. Ja, und dann. Oh, ich will nicht so eine ewig lange Brücke hier haben. Wo ist denn überhaupt London? Wo ist London? Da ist London. Ey, das ist ja Ewigkeiten entfernt. Vielleicht nehmen wir doch nicht Hesseneck. Oder? Nehmen wir es doch. Ach, cool wäre natürlich, wenn wir hier an der Quidditch-Weltmeisterschaft vorbeifahren könnten. Ja, das könnten wir machen.
Also wir starten hier in Hesseneck, hier einmal rüber, hier vielleicht einmal so lang, dann einmal hier drüber, dann fahren wir durch St. Kilian. Da können wir auch meinetwegen sehr gerne halten, da fährt er noch gar kein Zug, perfekt. Dann haben wir St. Kilian auch schon mal angeschlossen ans Netz. Und dann... ja, dann würde ich sagen, bauen wir erstmal bis St. Kilian und dann gucken wir mal weiter. Also, wir haben diese beiden Gleise. Nehmen wir jetzt einfach mal das 140er Gleis und gehen mal so in die Richtung. Wir wollten über den Fluss da vorne. Okay. Machen wir das Ganze mal so. Das Ganze bitte aufgeschüttet. Die Straße kommt weg. Fahren wir mal entlang an diesem kleinen Hügel. Da müssen wir jetzt nicht drauf. So, das bitte auch aufgeschüttet. Ja, das geht schon mal in die richtige Richtung. Vielleicht noch ein bisschen nach dahin. Ein bisschen abwärts drall. Ja, ein bisschen. So. Und geradeaus runter. Ja, jetzt noch ein bisschen tiefer. Auch das bitte aufschütten. So, nehmen wir mal direkt das zweite Gleis mit. Wo ist das? Abgeblieben? Da ist es. Ich habe gar keine Ahnung, wie schnell tatsächlich die Orient-Express-Wagen fahren dürfen. Werden wir gleich herausfinden. Ich würde sagen, wir machen uns mal hier eine Brücke hin. Geht das schon? Ja, aber ich glaube, dann sind wir zu tief, oder? Ja, selbst ohne Brückenpfeiler. Ja, wir sind zu tief, aber... So, jetzt sind wir im Flachen. Das passt doch. Dann machen wir das Ganze noch parallel zur Straße. Und suchen uns eine hübsche Brücke aus. Wie wär's mit sowas hier? Ja, gefällt mir. Gekauft. Bauen wir das Ganze mit Oberleitung? Machen wir jetzt einfach mal so. Aufschütten. Zack. Ich meine, die Gleise werden ja durchaus vielleicht auch noch von anderen Zügen benutzt. Von daher bauen wir das Ganze jetzt einfach mal mit Oberleitung. Das ist schon okay. So, die Straße sieht hier gleich wieder. Fahren wir hier außen lang? Oder innen? Außen wäre natürlich besser, weil dann könnten wir gerade hier drüber, also ansonsten innen. Ja, würde eigentlich auch gehen. Dann haben wir hier halt eine schärfere Kurve. Ja gut, wenn wir innen lang fahren, dann könnte man auch argumentieren, dann könnte man auch direkt hier links und dann so lang. Aber das will ich nicht, deshalb ja, fahren wir hier so außen lang. Will ich aber auch nicht, dann sind wir zu nah am Kartenrand. Wir fahren innen lang. So. Hab mir schon bestens überlegt, was wir hier in der Folge machen, ne? Wieder mit guten Plänen unterwegs. Muss ich wirklich so tief? Oh, da haben wir mal. Oh, das gefällt mir jetzt nicht so sehr. Ja, so ist vielleicht okay. So könnten wir vielleicht das Terrain noch in irgendeiner Form. Ja, puh. Das geht. Wir sind eh viel zu tief hier schon. Rechte Maustaste gedrückt halten, dann nimmt er einem tatsächlich mehrere Stücke an Gleis gleichzeitig weg. Also da ist dann praktisch der Bagger durchgehend am Baggern. Ja, das ist schon besser. Bisschen näher ran, so. So, Straße wolltet ihr zurückhaben, ne? Ja, kriegt ihr. Gehen wir mal zu den Straßen.
Landstraße. Ja, mir fehlen da ganz, ganz viele Mods. Da muss ich mal ganz viele noch nachrüsten. Und dann könnten wir hier eigentlich eine hübsche kleine Brücke machen. Und nehmen mal hier so eine schöne alte Brücke. Ne, geht nicht. Siehst du, ja, du bist in Ordnung. Dann können wir das Ganze aber vielleicht so parallel bzw. im rechten Winkel zum Gleis machen. So, und dann einmal hier anschließen. Dann nehmen wir uns mal den Radiergummi hier. Stellen ihn mal ruhig ein bisschen größer ein. Ja, es wird, glaube ich, langsam. So, nehmen wir uns mal ruhig noch ein bisschen mehr Platz hier ein. Und jetzt wieder mit dem Radiergummi, dann sieht das nicht mehr ganz so künstlich aus. Also klar, tut es immer noch, aber es ist halt nicht mehr dieser krasse Gulli wie vorher. So, das gefällt mir eigentlich. Gehen wir zurück zu den Gleisen. Einmal hier die Straße weg. Geht hier eventuell gleich wieder, wenn ich dran denken sollte. Entlang des Flusses. Einmal hier lang und dann machen wir mal hier vorne eine Brücke. Da, wo es schön eng zusammengeht. Welche nehmen wir? Die ist kaputt. Die ist okay, nehmen wir die. Ich weiß gar nicht, wie viel Karma die zulässt. Okay, die lässt tatsächlich 140 zu. So. Haben wir halt eine langsame Kurve, das ist okay. Und einmal anschließen, aufschütten, gekauft. Nehmen wir das zweite Gleis mit. So, und dann einmal hier wieder links hoch, dann sind wir eigentlich schon für meine Begriffe zu weit ins Land mit der Brücke hineingegangen. So, und dann können wir hier wieder zu einer Kurve ansetzen. Was war denn das? Water Assets? Aha. Interessant. Bodenplatte. So, ja, jetzt haben wir eine Bodenplatte. Nehmen wir noch hier noch eine Säule, die das Ganze halten soll. Zack. Cool. Jetzt haben wir einen kleinen Steg einfach mal hinein. Gebastelt, kann man mal machen. So, setzen wir wieder zu einer etwas schärferen Kurve an. Aufgeschüttet, so tief brauchst du nicht runter zu gehen. Wir haben nämlich noch genug Weg. So. So, Frage, wie kommen wir in den Bahnhof rein? Antwort, ja. Indem wir es einfach mal versuchen. Ich glaube, es wäre sinnvoll, schon die rechten Gleise zu benutzen, denn irgendwie müssen wir ja noch hier rüber. Ja, liebe Industrie, Manfred, du musst leider hier ausziehen. So, zack. Die Gleise irgendwie vielleicht hier so drüber. Und hier mit einer Unterführung darunter. Geht das? Hm,
Na, ich glaube, ich muss schon ein bisschen früher runter, dann klappt das besser. So, nochmal. Also einmal gerade hier, zack. So, und wieder mal abwärts. Dankeschön. So, und dann müssen wir hier zu einer Kurve ansetzen. Eigentlich können wir hier schon wieder den hier machen. Ne, das bitte nicht. So, und Straße weg. Ich glaube, da vorne habe ich auch schon wieder eine Straße gehabt, ohne zurückzugeben. Das kann passieren. Okay, dann nehmen wir hier das rechte Gleis und schließen es hier einmal an. Das schütten wir auf. Und verbinden das andere Gleis und schließen es auch an. Machen, weil wir es können, hier mal eine Weiche hin. Machen wir ruhig mal eine Kreuzweiche. Eine X-Weiche, Hosenträgerweiche, wie auch immer. Und dann können wir eigentlich hier den hier machen. Jawohl. Ich würde sagen, wir können schon mal die Strecke anschließen. Signale bräuchten wir auch noch. Jawohl, wir haben Formsignale. Sehr gut. Hatte ich gar nicht mehr im Kopf. So, dann einmal hier hin. Und du kommst einmal hier hin. So, dann zack. Zack. Ja, Straße gibt es gleich zurück. Und auf der anderen Seite der Brücke. Eigentlich wäre es ja schon sinnvoll, dass der Hogwarts Express hier an der Quidditch-WM vorbeifährt. Also so vom... Ja, also von der Thematik her zumindest, jetzt nicht von der Harry Potter Welt. Das ist natürlich Quatsch, aber gut, ist jetzt nicht der Fall. Aber ist auch nicht so schlimm. So, haben wir hier eine Weiche? Haben wir nicht. Dann machen wir mal eine Weiche hin. Und zwar einmal zack. Und mal gucken, ob eine Kreuzweiche klappt, eine X-Weiche. Jawohl. Ein Signal dahin. Und einmal hier hin. Und weil wir es können, einmal dahin. Ein paar schöne Ausfahrsignale. Linie nehmen wir hier einmal Hesseneck Personenbahnhof. Jawohl. Und du fährst schon mal zu St. Kilian. Funktioniert auch zweigleisig, sehr gut. Das ist dann der Orient Express. Und dann würde ich sagen, die Fahrt machen wir in dieser Folge mit und dann bauen wir in der nächsten Folge weiter. Starten aber schon mal auf jeden Fall hier in unserem Orient Express. Wo könnten wir denn ein Depot hinpacken? Vielleicht hier so? Gebäude, Depots bitte. Oh ja, nehmen wir das. Das finde ich toll. Und ja, packen es mal hier hin. Gehen zurück zu den Gleisen.
Jawohl. Haben wir hier Zwergsignale? Nee, leider nein, leider gar nicht. Dann zack, nochmal hier. Okay, so. Dann speichere ich ja mal ganz kurz hier. Ich weiß jetzt nicht, welche Dampflok passend ist für den Orient Express. Ich muss einmal ganz kurz hier den Brückenpfeiler noch verschieben. Na? Oh, das geht. Ja, okay, so schlimm hängt er jetzt nicht da rein. Na gut, lassen wir es. Ich weiß ja nicht, welche Dampflok für den Orient Express angemessen ist. Ich meine, der Orient Express, der fuhr ja auch auf jeden Fall durch Deutschland. Hat nämlich auf jeden Fall, zumindest der ursprüngliche Orient Express hat in München gehalten. Ach, guck mal, das gibt es sogar als Zugkomposition. Vienne Express, North Star. Wieso blau? Wieso? Französisch für der Vogel. Orient Express. Aha, das funktioniert. Okay, und als Lok irgendwas mit richtig schön Power. Hier sind wir 05. 175 Hammer. Oh, geil, eine 05. Na, das nicht. 42 auch nicht. 52. Das wäre auch nicht schlecht, preußisch. Nimm mir die 05. Ich war von der jetzt ziemlich überzeugt. Ohne Leitbleche. DRG, Deutsche Reichsbahngesellschaft. Ja, nehmen wir die. Aber bitte vorne dran. Ich weiß nicht, was dieses Blaue hier ist. Was genau uns das sagen soll. Was haben wir denn eigentlich noch hier so an Wagen, die theoretisch verwurstet werden können? Was ist das denn? Venice Simplon Orient Express Wagenset. Pullman Speisewagen, Pullman Salonwagen. Steel Coach Orient Express Wagenset. Was sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, nehmen wir den nochmal weg. Ich möchte den doch vielleicht selbst zusammenstellen. Also, hinter dem Tender ein Gepäckwagen. Ist sinnvoll. LX10, LX14, 16, 20, Salonwagen, Speisewagen. Okay, dann nehmen wir hier so einen LX10-Wagen, LX14, Salonwagen, Speisewagen, LX16 und LX20. Der ist dann jetzt vielleicht nicht mehr ganz so originalgetreu in der Zusammenstellung, aber finde ich in Ordnung. Kaufen wir. Setzen den schon mal auf die Linie. Das hat geklappt. Warten aber noch ganz kurz, denn ich habe jetzt hier noch einmal so ein bisschen Terrainangleichung, damit das auch halbwegs gut aussieht bei der Fahrt. Noch so ein bisschen hier nebenbei. Hier noch so ein bisschen, da noch so ein bisschen. So, es muss ja irgendwie bei der Fahrt ja noch ganz gut aussehen. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt, wenn ich hier einfach mal ein Gleis hinlege. So. So, als kleiner Abstellbereich, da können wir auch direkt, weil wir so lustig sind, können wir uns auch ein paar Assets hier hinlegen. Wir nehmen nämlich diese Mod und dann hier den Vehicle Asset Builder. Der braucht einen Augenblick, um zu laden. Und dann nehmen wir, was haben wir denn hier, Eurocity Wagen, ja? Hier so ein APMZ. Das sieht doch gut aus. Offset. Ja. Snappt er an den Gleisen an, ja. Macht er.
wir so einen APMZ-Wagen. Noch ein zweiter passt rein. Oh, der sieht aber ein bisschen irgendwie nicht ganz 100%. Ich habe leider bei diesen Offset-Einstellungen keine. Ich sehe hier keine Werte hier rechts. Das ist irgendwie nicht so cool. Na, dann snappe ich den nicht direkt daran. Dann passt das schon. So, und weil wir auch gerade dabei sind, jetzt muss er noch mal kurz die Mod laden mit den Wagen. Na, komm schon. Jetzt habe ich wieder rausgeklickt. Good job. Aha, cool. Nee, das suche ich nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Ach, hier sind die Personen-Assets. Ja, habe ich ganz vergessen. Nee, gehen wir mal zu den Mal-Tools und nehmen hier noch so ein bisschen. Was nehmen wir denn? So eine Blumenwiese können wir uns doch mal zwischendurch aufpinseln. Einfach mal entlang der Strecke vielleicht irgendwie. Ja, wo passt das vom Winkel ganz gut? Nirgendwo. Hier eine kleine Blumenwiese. Was ist das? Baumrose. Tulpenfelder, oh ja. Was haben wir noch? Flieder. Ich habe die Mod tatsächlich hier noch nie ausprobiert. Das sieht schon echt nice aus. Aloe Vera. Ey, hier ist so viel mit drin. Und eins nehmen wir noch, tropische Wiese, nee, tropische Wiese, Baumwolle, nein, Tabak, nein, unter Wasser. Cool, nicht schlecht. Ufer, echter Buchweizen, gibt es falschen Buchweizen? Fahren, das sind Fahren hier. Okay, so, das reicht. Wir wollen ja eigentlich mitfahren. Daher lassen wir mal das Spiel laufen und steigen mal ein. Oder gucken uns erstmal an, was hier rauskommt. Ich würde sagen, positionieren uns mal hier hin. Nehmen mal das Kameratool. Sehr schön. Ich steige jetzt einmal ein und will mal hier mit der Kamera einmal entlang des Zuges fliegen. Also hier haben wir unsere 05. Gibt's mit Bild ab, Bild runter. Ne, gibt es keine Kameraansichten. Ach, schade, dass man jetzt nicht Shift drücken kann, wie im TSW, und dann mit der Kamera ein bisschen schneller fliegen kann. Achso, die Kamera. Wie gehe ich dann nochmal hoch und runter? War das so? Genau. Also hier haben wir den Gepäckwagen. Gucken wir uns mal rein. Okay, hier ist nicht viel zu entdecken. Was steht hier? Compagnie Internationale de Wagons-Lits et des Grands Express Européens. Oder so. Baggage.
Carrozza con Letti, also Schlafwagen. Was steht hier? Compagnia Internazionale della... Okay, Italienisch ist bei mir nicht so. Französisch geht noch, tatsächlich, lerne ich. Gehe ich nochmal runter, so. Aber Italienisch ist dann bei mir... Oh, wow. Ach, wie schön ist das denn? Das war noch stilvolles Reisen, ne? So, noch ein Schlafwagen, glaube ich. Sieht der gleich aus? Ich glaube schon. Ich würde mir gerne den Salonwagen und den Speisewagen angucken. Was steht hier? Direct Orient. Istanbul, Sofia, Belgrad, Venezia, Milano, Lausanne, Paris. Paris, Gare de Lyon. Schlafwagen. So, was ist das? Gesellschaft. Ach, auf Deutsch. Ja, internationale Fernbahn, Schlafwagengesellschaft. Das ist der Salonwagen, glaube ich. Ne? Och, ist das herrlich. Runter mit der Kamera. Los. Ach, sehr schön. Hier ist sogar noch ein guter Herr, der uns bedienen und bewirten kann. Wunderschön. Machen wir hier drin einen kleinen Screenshot. Okay, so, gehen wir mal weiter. Wir wollen ja noch mitfahren. Ich würde mir nämlich noch gern den Speisewagen angucken. Ist der das jetzt? Ja, das ist der Speisewagen. Okay, kleines Privatabteil. Simplon Express. Engadin Express. Ah, Schweiz. Was haben wir hier noch? Nichts. Okay, ich würde sagen, wir fahren weiter. Sehr schön, wie die Treppen. Wie sieht der Führerstand aus? Ja, nicht so. Auf geht's! Jungfernfahrt des Orient Express. Sehr, sehr schön. Hut ab an die ModderInnen. Da kommt noch eine 101. Vorbei am Stellwerk von Reichenbach. Uns kommt jetzt natürlich kein Zug entgegen. Wir sind hier jetzt relativ alleine unterwegs. Gehen mal wieder zur Fahrerseite. Haben den ganzen Dampf hier im Gesicht. Ach toll, Autosave. Vorne die Quidditch-WM, da sehen wir schon das Plateau. Ach, freue ich mich für das Dampfloks im TSW gibt, ne? Am Wasser.
haben wir Fahrt aufgenommen. 130. 130 schaffen die Wagen. Die Muggel hier unten sollen ja nichts von der Wehr mitbekommen, daher sind die da schön oben versteckt. Praktisch die Flucht nach vorne von der Auffälligkeit des Verstecks her. Und jetzt fahren wir hier entlang des Flusses und da vorne enden wir auch. Da sehen wir schon die große Kirche, daneben die Moschee. Was fehlt ist, wenn ich jetzt gerade das so betrachte, was fehlt, ist eine Synagoge. Habe ich jetzt bisher noch nicht als Mod gesehen, aber ich habe jetzt auch in letzter Zeit nicht allzu intensiv die ganzen Mods verfolgt. Es kann sein, dass es vielleicht auf Steam mittlerweile eine Synagoge geben könnte. Auf jeden Fall cool, weil es sind architektonisch ja sehr, sehr interessante Gebäude. Wird sich da oben auch ziemlich gut, glaube ich, machen. So, einmal über die Brücke. Alle noch da? Ja. Sehr, sehr schön. Aha, die dürfen nur 120. Warum sind wir denn gerade 130 gefahren? Eieiei. Ach ja, unsere Felder. Habe ich jetzt gar nicht betrachtet. Schön. Ab in den Tunnel. Dann sind wir auch schon da. Das erste Mal, dass ein Zug in seine Kirche anhält. Nimmst du jemanden mit? Tatsache. Ja, dann, liebe Passagiere, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß auf unserer weiteren Fahrt und bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.